Servus bei Let's Play Resident Evil 4, den Remake. Bei den Separate Ways unterwegs mit Ada. Ja, wir sind in der letzten Folge hier eingedrungen. Und ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wo ich hin muss. Oh, okay. Vielleicht so. Ist nur eine Vermutung. Oh, ja klar. Das alles ist gerade nicht sehr beruhigend, was hier abgeht. Kann ich mal diesen scheiß Alarm ausstellen. Versuch was wert. Ach nö, Mann. Also, wer die Filme kennt, weiß, was hier gerade abgeht. Ein Schätzelein. So. Ich möchte nicht durch. Da möchte ich absolut nicht durch. Ja, na, nö. Ich mag nicht. Oh, Gott sei Dank. Okay. 148 Space. Okay, war jetzt nicht gerade die große Herausforderung. Da kommt irgendwas, da passiert irgendwas. Okay. Der Bernstein, Forschungsbericht Nummer 12. Was? Annabelle. Unsere Untersuchungen des Bernsteins gehen hier auf der Insel weiter. Nach und nach bekommen wir ein klares Bild, aber es gibt noch immer vieles, das wir nicht wissen. Der Bernstein erweist sich als äußerst nützlich. Er ist noch nicht erwacht und doch beeinflusst und stärkt er andere Parasiten. Ich bin überzeugt, dass auf eben diese Weise die Bindung zwischen den Parasiten und ihren Wirten optimiert wird. In unseren Experimenten konnten wir dies an einem Testsubjekt bestätigen. Dies markiert einen deutlichen Schritt nach vorn. Im nächsten Schritt möchte ich seinen Einfluss auf die überlegene Plaga-Spezies untersuchen. Allerdings sind alle Wirte dieses speziellen Plaga-Typs Führungspersönlichkeiten innerhalb der Los Eliminados und die würden einer Teilnahme an irgendwelchen Experimenten nie zustimmen. Ich muss sehr vorsichtig vorgehen, wenn ich Freiwillige finden will. Annabelle Grazia Escudero, leitende Forscherin. Something tells me this isn't just a comms facility. Jupp, hätte ich auch gemacht. Hocken? Ja, ich hock mich gleich nieder und das ist... Oh, die schaut nicht gut aus. Oh, nee, oder? Ich lese mal das hier durch. Analysebericht Martinico. Die Wirkung des Bernsteins übertrifft alles, was ich hier erwartet habe. Martinico war ein schwaches, unkontrollierbares Testsubjekt, das als deformiert gering geschätzt wurde. Doch nach zahlreichen Versuchen erlangte er enorme Widerstand und Regenerationsfähigkeit und ist nun Angriffen mit konventionellen Waffen gegenüber unempfindlich. Allerdings gibt es nicht nur gute Nachrichten. Er mag stärker sein, aber sein mentales Leistungsvermögen ist unverändert niedrig. Sollte er aus irgendeinem Grund ausbrechen, sehe ich kaum eine Möglichkeit, ihn wieder unter Kontrolle zu bringen. Nur die Hochleistungslaser können ihn dann noch stoppen. Oh nö, oder? Oh nö. Oh nö.
Alter, was? Also falsche Taste. Tschüssi! Oh, da, da, da! Nein, nein, Alter, ich komm nicht weiter. Oh, da, da, nein, ich steck ganz schnell. Nein, nein. Oh, oh, und jetzt? Oh, Scheiße! Ich hab keine Ahnung, was ich tun soll. Scheiße. Keine in der Angriffe kann den Gegner Schaden zufügen. Eine das Wetter zu suchen. Danke, das habe ich auch schon mitgekriegt. So, links gleich, hä? Da links? Ja, ja, ja. Oh. Ich glaube aber. Oh, Alter. Lassen wir es lieber nicht darauf ankommen. Ich habe nämlich so ein Scheißgefühl. Scheiße. Guess my new friend was the result of some experiment. Geht. Na klar. Komm schon, komm schon, komm schon. Zwei, drei, sieben, nein. Zwei, drei, sieben. Na sicherlich. Warte, links. Gift. Alter. Und ich glaube immer noch nicht, dass das... Also es ist sicherlich vorbei. Ja, 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 ja. Mein Blutdruck ist gerade bei sowas 500.000 zu. Ah. Alter! Ernsthaft! Was tut denn der da? Wahnsinniger! Kunstvolle Halskette, nice, aber. Alter! MP-Munition, geil, aber ich meine, ich finde es geil, dass ich Munition finde, aber oh. Der Bernstein-Forschungsbericht Nummer 14. Meine Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Bernstein sogar die überlegene Plagerspezies aktivieren kann. Es war klug, Krause als Versuchskaninchen zu nutzen. Die anderen standen der Sache zu argwöhnisch gegenüber.
Aber sein unaufhörliches Verlangen nach Stärke und Macht waren für ihn scheinbar Anreiz genug, an meinen Experimenten teilzunehmen. Die Ergebnisse sprechen Bände. Das Wachstum der überlegenen Spezies übertrifft mit Leichtigkeit dessen eines regulären Parasiten. Krauser ist ohne Zweifel eine der fähigsten Personen, die ich je gesehen habe. Das Einzige, was wir jetzt fürchten müssen, ist das Potenzial, das im Bärstein schlummert. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Was muss getan werden? Sollte er wachen, ist es nicht von Belangen. Diese Berichte haben keinerlei Bedeutung mehr. Sadler war hier. Die Ampulle, die er mir überreicht hat, liegt immer noch vor mir auf dem Tisch. Ich weiß zu viel. Was passieren wird, wenn ich sie mir injiziere, steht außer Frage. Wird er mich töten, wenn ich mich ihm widersetze? Oder soll ich mir lieber gleich selbst die Waffe an die Schläfe legen? Das wird eine lange Nacht. Okay. Okay, es nutzt nichts. Oh yeah, baby. Genau. So. Wie ist der aktuelle Durchgang? Nein. Nein. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit. Nicht jetzt, sondern... Hallo. Okay, schade, der letzte Sprung war nicht dabei. Finde ich schade. Aber okay. Also wie ich schon gesagt habe, alles, was im Hauptteil gefehlt hat, wurde hier eingefügt. Leon musste diese Sachen nicht machen. Dafür jetzt Ada. Die sind sowas von unnötig. Okay. Aber mal zuerst, gibt es noch irgendwas hier zu finden, bevor wir diesen... Ja. Drück den großen roten Knopf. Oh, Mutti. I'm at the site and jacked into the main terminal. You're going to blow up this entire island. Including the president's daughter. But won't that make things harder for you? There's no room for half measures. The weak exist to serve the strong. Enough talk. Bring me the amber. I've arranged a way for you to get back to the island. Copy that. On it now. Okay, das ist nicht so lange Zeit. Das ist, wie lange das schon unterwegs ist. Okay, Luis. What was it that you said again? You should have known by now, Whisker, that I don't always play by your rules. Und das heißt jetzt auf Deutsch? Okay,
I'm done here. Oh, shit. Wo ist mein Lieblingshändler? Schaut doch wenigstens die Laser wieder an! Die Laser! Die Laser! Geradeaus rechts. Muss man die Karte geradeaus rechts und am Schluss links speichern. Die Laser! Lauf doch! Ja. Shift. Schaschlik. Yeah. Schaschlik. Always have an out. Ich sagte doch die Laser. Sadler. Kapitel beendet. Alter Schwede, was für ein Kapitel. Was haben wir denn hier? Boah. Bin ich einmal gestorben? Ah ja, ich glaube einmal bin ich gestorben. Ja. Das eine Mal, ja, ich war nicht schnell genug und bin natürlich nur in die falsche Scheine gerannt. Das war ja eh klar. Oh. Okay, einmal speichern, Spiel speichern. 24 Speicherungen schon. So, wie schaut's hier aus? Kann ich da ein bisschen zusammenrahmen? Muss ich da ein bisschen zusammenrahmen? Ich kann nicht herstellen, gell? Okay. Schade. Na gut, meine Lieben, hier werde ich jetzt einmal Schluss machen. Wir sehen uns dann im nächsten Kapitel und ich schätze mal im letzten Kapitel wieder. Ich weiß nicht, ob es zum Kampf mit Krauser kommt oder nicht. Normalerweise sollten wir eigentlich, wäre beim Original so gewesen. Und dann noch Sadler, den wir eigentlich nicht bekämpfen müssen, nur Leon ein bisschen so beistehen. Also sollte Krauser eigentlich unser Endkampf sein. Aber beim Remake ist doch alles möglich. Wir werden es sehen. Ich sage mal vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss mit dir. Ciao mit dir. Servus mit Vollbau. You're here looking for someone? Maybe. Some missing señorita? Ashley, where are you? Your soul requires cleansing. Ashley Graham, are you in here? Let me go. Listen. I'm hearing the president's orders and... What is that? What do we do? The last labs are escaping. We need to go! I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Ada? Who are you? What are you doing here?
My faithful disciple will show her the path. Ashley, run! The entire world shall overflow with his grace. What's happening to me? Now, abandon your body. Leave the girl. She's lost no matter what. Now that he has chosen death. Oh, you gotta be kidding me.